Boah, Leute, der Kaffee ist ganz schön heiß. Puh, okay, weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Dawn of Man. Und wir haben es fast geschafft. Wir haben diese Mission hier erfolgreich vorangetrieben, müssen nur 150 Leute kollektivieren, um unseren letzten Meilenstein zu bekommen. Und nebenbei versuchen wir noch die 1000 Ruhm zu erreichen, um unser Achievement zu bekommen. Denn ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Missionen wirklich, ich sag mal, standhaft genug sind, das alles zu schaffen. Denn es werden die Nordländer sein. Es wird dauerhaft kalt sein. Wir müssen unbedingt für Wolle und für Wärme sorgen. Die Leute werden nicht oft nach draußen können. So ungefähr stelle ich mir das zumindest vor, wenn da steht Nordländer und alles ist voller Schnee in dem Bild. Ich habe mir das schon mal angeguckt. 9 von 10 Meilensteinen haben wir. Wenn wir 10 Meilensteine haben, haben wir sogar schon die dritte und letzte Mission freigeschaltet. Das heißt, man muss gar nicht alle Meilensteine hier komplettieren, um an den nächsten Punkt zu kommen. Wir haben dann schon alles durch. Und dann können wir uns auch den Herausforderungen irgendwann mal widmen. Aber jetzt erstmal bin ich zufrieden, wenn wir hier dazu kommen, die letzten beiden Hinkelsteine zu bekommen. Beziehungsweise Megalithen. Stellen wir mal wieder die Geschwindigkeit hoch. Du bist langsam unterwegs. Bist wahrscheinlich auch schon alt. Erwachsene Frau. Nee, bist du nicht. Aber du hast schlechte Laune. Du willst zum Totempfahl. Warum geht ihr denn hier rüber? Das verstehe ich nicht ganz. Es gibt so viele Totems. Und ihr müsst euch einen aussuchen, erlangt Moral zurück, der irgendwo ganz weit weg steht. Totenkopfpfahl. Ach so. Ja, also wenn ihr unbedingt einen Totenkopfpfahl wollt, kann ich natürlich noch einige irgendwo hinbauen. Das ist nun überhaupt kein Problem für mich. So, da kommt auch noch einer mit hin. Da kommt einer mit hin. Wir stellen die ganze Siedlung sozusagen voll damit. Gibt ja auch nochmal +1 in Ruhm. Völlig okay. Trop ist verhungert. Tja, so ist das Leben. So spielt das Leben eben. Und es wird Regen geben. Wir haben noch ganz viel rohe Haut. Das ist super, die können wir auch noch verwerten. Und wir sind bald im Herbst, sodass wir dann auch das Getreide wieder abernten können. Und jetzt haben wir auch 35 Sicheln. Ich denke mal nicht mehr, dass er mir jetzt auf die Nerven geht damit, dass wir zu wenig Erntewerkzeuge hatten. Das wird alles super gut abgebaut hier. Wir haben noch sehr viele Früchte. Der Händler ist da. Herzlich willkommen. Wir haben Herbst. Das ist schön. Kommst gerade richtig mit deinen Sicheln und mit deinen Stahlhacken. Dann geben wir noch eine Bronzehacke weg. Die Bronzeaxt gebe ich weg. Auch die Bronzemesser. Da müssten wir eigentlich immer noch genug haben. Wir geben weg, nö, die Kompositbogen brauche ich noch, aber Leinenstoffe, oh, nur noch eine Ware, bitteschön, dann haben wir es schon geschafft und haben wieder ganz viele Sicheln mehr, 42 Stahlsicheln reichen, da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, irgendwann können wir auch die Eisenschwerter einfach so vertauschen, brauchen wir nicht, wir produzieren genug. Und alle Leute können jetzt so richtig schön rumsicheln den ganzen Tag. Alles abernten. Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Und keine Nachrichten mehr. Juhu! Keine Nachricht, dass irgendwas fehlt. Messer haben wir 46 Stahlmesser. 6 Bronzemesser, das ist okay. Wir schauen nochmal ganz kurz nach Hirschen. Jetzt, wenn wir sowieso gerade nicht so viel zu tun haben. Ich will die 100 Hirsche. Ich will mein Achievement. Auch wenn der Jäger hier die ganze Zeit unterwegs ist und versucht, das ein oder andere zu erwischen, wäre ich doch ganz glücklich, noch den ein oder anderen Hirsch auszurotten. Aber die sind nicht in der Nähe. Hier gibt es keine Hirsche. Hirsch. So viel dazu. 3, 4, 5, 6, 7. Seid ihr auch Hirsche? Ne, ihr seid schon wieder Mufflons. Mufflons will ich nicht. Hoffen wir, dass die Hirsche nicht abhauen. Auf geht's. Ja, ist ein weiter Weg bis nach da unten. Aber ihr kriegt das schon hin. Davon bin ich überzeugt. Ihr werdet schön verhungern. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn immer 2 gehen und ich 7 Viecher angreife, dann sind 14 Leute unterwegs, die nichts abernten können. Ha.
Aber es gibt keine Hirsche mehr in der Nähe. Die halten sich alle schön weit weg von der Siedlung. Die ist einfach zu groß, als dass die hier in der Nähe irgendwas fressen würden. Hin und wieder kommt mal eine Gruppe Mufflons vorbei, aber dann war's das auch. So viel gibt's hier nicht. Emök ist verhungert. Ja, Emök, tut mir leid. Den Stein habt ihr jetzt auch nicht wirklich weit gebracht bisher. Aber das war zu erwarten. Den auch nicht. Krankheit gibt's auch noch. Er ist tot. Der Händler ist da. Was hast du Schönes dabei? Stahl nehme ich dir ab. Dankeschön. Sonst noch irgendwas? Nö. Dann gebe ich dir Leinen mit. Und Wolle. Auch die jeweiligen Stoffe dazu. 99. Da bekommst du noch. Warte mal, jetzt kann ich die Shift-Taste nicht drücken. Ich hatte den Kaffee in der Hand. Knochen. Und tschüss. So, was Moral angeht, müssten die Leute eigentlich relativ schnell wieder hochkommen. Die haben ja jetzt überall ihre Totenkopfpfahle, ihre Totems, die haben überall Steinkreise und mehrere Steinmale. Das wird schon. Ich hätte mal das Steinmal viel weiter südlich bauen sollen. Das wäre einfacher gewesen, um die Megalithenversorgung zu sichern. Aber es sind ja nur noch zwei Megalithen von unten links unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt waren. Und ob wir die hier irgendwo in der Nähe hatten. Wieder hat sich einer eine Krankheit zugezogen. Hier ist auch noch einer. Den haben wir auch noch nicht abgebaut. Und der geht noch eigentlich von der Entfernung. Da sind die unten wahrscheinlich schwieriger zu bekommen. Wo auch immer ihr jetzt wart. Hier unten gibt es natürlich auch welche. Hier sind auch die Jäger gewesen. Tötet die Hirsche. Sie hauen ab. Sie gehen aus dem Spielfeld raus. Das ist nicht erlaubt. Ihr seid raus. Alles noch so weit weg. Pack den auch mal ein, sicher, sicher. Dann haben wir den schon mal. Ja, wir brauchen leider noch den einen oder anderen. Ich weiß auch nicht, ob von Osten noch welche kommen. Ich guck mal gerade. Sieht jetzt nämlich nicht danach aus. Hier sind noch einige Tiere unterwegs. Teilweise Bisons, die angegriffen wurden. Drei neue Menschen sind der Siedlung beigetreten. Herzlich willkommen. Ihr seid Ponys, keine Hirsche. Ich halte nach allem Ausschau. Megalithen, Ponys, Hirschen, alles. Horek ist erfroren. Ja, so spielt das Leben. Das ist ein Problem. Ah ja, der kommt auch immer näher, sehr gut. Hier sind auch noch Hirsche, die können wir auch noch klauen. Sind auch relativ verletzt. Eventuell kriegen wir die irgendwann mal tot. Tagos tot, Aya ist erfroren. Das werden wir jetzt sehr häufig lesen. So lange, bis wir alle Megalithen da haben. Da müssen wir leider durch. Früchte sind verfallen, ja, wenn die keiner isst. Wie auch. Wir haben nur noch 120 Leute. Der Händler ist angekommen. Herzlich willkommen. Kannst du mir nicht mal einen Megalithen mitbringen? Blöd, Mann. Stahlmesser nehme ich. Eisen nehme ich auch. Dann sind wir bei 102. Gut. Leinenstoffe raus. Leinen raus. Bronzemesser raus. Wir kriegen ja zwei neue Stahlmesser. Das ist okay. Bronze will ich nicht verkaufen. Eisenspeer, Eisenschwerter. Ja, dann haben wir genug. Komm, den Speer kannst du zurücknehmen, ein Schwert auch. Können wir beim nächsten Mal wieder vertauschen, dann geben wir lieber noch ein paar Knochen mit. So ist schön.
Maran ist verhungert. Brot ist verfallen. Ja, die Leute sterben eher, als dass sie irgendwas reinbekommen. Es ist unglaublich. Die sterben eher, als dass sie essen. Die kommen in die Siedlung, machen ihre Arbeit und sterben. Das ist gut, so kann man auch Essen sparen. Wir sind immer noch bei 200 Korn, es ist alles da. Gott, und ich bin so froh, wenn die Steinmale stehen, wenn wir dann endlich unsere Ruhe haben. Und ich bin echt am Überlegen, jetzt erst einmal die Aufnahme zu pausieren, das alles offscreen zu machen und zu warten, denn wir machen ja jetzt eh nichts. Wir müssen ja warten. Wir können ja nicht die ganze Zeit irgendetwas bauen. Wir sind ja relativ gut schon dabei, was Ruhm angeht. Gucken wir nochmal, wir sind jetzt bei 792 Ruhm. Liegt aber auch daran, dass es den Leuten nicht so gut ging und die Hütten wahrscheinlich gar nicht bewohnt werden. Hime ist verhungert. Wir waren schon mal weiter. Ach Gott, und dann auch noch hier vorne. Kommen die anderen und klauen die Klamotten. Das ist aber schön. Ja, der Tod anderer belastet einen schon, das ist so. Vielleicht sollte ich auch unterwegs Getreidespeicher mit hinbauen. Dass wir unterwegs was zu essen haben. Irgendwas muss man sich überlegen. Dass man vielleicht so eine Zelte irgendwo hinbaut, wo nicht wirklich jemand wohnt. Wo einfach bloß die Leute so zwischendurch übernachten können. Das wäre doch mal eine Idee. Um dann auch die Möglichkeit zu geben, mal Langzeit auf Jagd zu gehen. Noak ist verhungert. Ich suche jetzt immer noch Hirsche. Das ist im Prinzip das Einzige, was ich jetzt gerade mit euch mache. Und das tut mir auch leid. Aber da müsst ihr jetzt durch. Da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Wo sind die Hirsche? Ihr seid Mouflons. Mouflons, Mouflons. Mouflons und Steinböcke. Wir brauchen nicht so weit im Süden gucken. Wir sterben eher, als dass wir das schaffen. Hier sind nur Bisons. Steinböcke. Da werden schon wieder Steine gezogen. Da ist auch noch ein Megalith. Da auch. Warte mal, der ist doch gar nicht so weit weg von der Siedlung, oder? Nee. Die ist hier vorne. Okay, müssen wir uns merken. Sehr weit links. Und du bist ein Hirsch, den ich jagen kann, der gar nicht mal so weit weg ist von der Siedlung. Super. Das sind alles Esel. Bären. Bären. Geschafft. Okay, gut. Weiter. Wie viele Leute an einer Krankheit sterben und das auch immer so schnell. Was haben die, einen Herzinfarkt? Wir lassen einfach die Zeit laufen und warten auf den Händler, der hin und wieder kommt. Vielleicht noch der ein oder andere Räuber. Aber mit 117 Leuten, glaube ich, haben die Räuber sowieso keine Chance. Jetzt ist schon wieder Sommer, es wird nichts eingepflanzt, es wird nichts abgeerntet. Gegebenenfalls kommen die Räuber unterwegs. Wir haben auch noch genügend Stroh. Sturm wütet auch, aber das soll uns nicht beeinflussen. Du hast schon wieder Wolle. Apropos Wolle, habe ich da irgendwie ein Limit oder so? Der Händler ist da, herzlich willkommen. Stahlhacken hast du im Angebot und Stahlspeere. Nehme ich dir beides ab. So, dann kann ich nämlich die ganzen Kupferdinger loswerden und Eisendinger. So schön, wobei Kupferdinger haben wir gar nicht mehr so viele. Knochen gebe ich dir 30 Stück. Bekommst jetzt auch 20 Kompositbögen, die brauchen wir eh nicht, aber trotzdem geben wir sie mit. Noch 10 mal Leinenstoff. Nö, das ist zu viel. Sehe ich jetzt erst. Okay, das reicht. Bitteschön, Dankeschön. Dann sieht's doch ganz gut aus. Stahlhacken 49. 42 Stahlsicheln. Räuberangriff. Ich hab's mir gedacht, dass die jetzt im Sommer kommen. Irgendwie hatte ich das im Urin. Kommt alle nach Hause.
Okay, zwei Menschen wurden schon getötet. Sieben Menschen. Okay, das war's wieder. Geht wieder an die Arbeit. Kümmert euch um alles. Und dann ist gut. Immerhin 50 Stahlmesser. Ist super. Und eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so viel. Unsere Schmiede werden bald aufhören, gewisse Dinge zu produzieren, allein schon, weil wir dann die Hälfte von allem haben. Denn wir haben ja jetzt aktuell nur noch 111 Leute. Ich glaube, wenn neue Leute geboren werden, dann wird das gar nicht mehr angezeigt. Eben hatten wir noch 110, ich hatte keine Nachricht. Die kommen einfach. Auch nicht schlecht. Ja, warum schließen sich uns eigentlich keine Räuber an? Dass die sagen, oh, ihr habt aber eine schöne Siedlung. Wir ziehen dann mal ein. Und nie wieder aus. Oh je. Der Händler ist da. Hallo, Herr Händler. Äxte und Speere. Gib mir mal die Äxte. Speere bitte auch. Dann sind wir bei 450. Das müssen wir jetzt erstmal alles zusammenkriegen. 70 haben wir schon mal. Das letzte Mal hatten wir noch 10 Kompositbögen dabei. Geben die Bronzemesser weg, den Bronzespeer. Eisenspeer, Eisenschwert. Ja, und jetzt wird's tricky. Machen wir mal so. Und Knochen haben wir nicht mehr viele. Dann gebe ich ihm jetzt noch Brot mit. Dann ist alles gut. Juti. Drei neue Menschen sind der Siedlung beigetreten. Unser Ruhm verblasst immer weiter. Solange die Leute verhungern, werden wir nicht viel schaffen. Du musst unbedingt gemolken werden, du platzt gleich. Was passiert eigentlich, wenn man dich nicht melkt? Nichts, ne? Das ist nichts Schlimmes. So, wo war der Megalith? Der war hier hinten irgendwo. Oh Gott, wo war der? Der hier? Der war's. Vorbereiten. Zinnmine erschöpft, das ist nicht schlimm. Wir brauchen ja eh kein Zinn mehr. Höchstens um Stahlwaren einzutauschen. Okay, hier ist auch noch ein Megalith. Der ist sogar schon abgebaut. Her damit. Der ist noch in der Nähe. Ja, und dann kriegen wir die auch relativ schnell ran. Das ist schon okay.